Wir machen heute Schoko-Brownies und meine sind besonders knatschig, weil ich Zucchini im Teig verwende. Und die Zucchini macht das matschig, feucht, ja, wie halt so ein Brownie aussehen soll. Keine Angst vor der Zucchini, die wirst du im Teig absolut nicht rausschmecken. Ich freue mich schon, euch das Rezept zu zeigen, deswegen würde ich sagen, legen wir los. Zuerst in einem Wasserbad die Butter und die Schokolade schmelzen lassen. Können wir auch beide schon gleich zusammen reintun. Schokolade mache ich ein bisschen klein. Als nächstes habe ich 4 Eier aufgeschlagen und in den Mixer getan und jetzt kommt noch der Birkenzucker hinzu. Dann wird es auf höchster Stufe so lange gerührt, bis es schaumig ist. Wenn unsere Eier fertig geschlagen sind und unsere Schokolade fertig geschmolzen ist, dann fügen wir alle Produkte den Eiern hinzu. Zuerst die Schokolade. Vorsichtig, die ist nämlich sehr heiß. Dann Mandelmehl, Kakao und Backpulver. Und dann nochmal auf niedriger Stufe kurz alles miteinander vermengen. Wenn alles miteinander schön verbunden ist, zeige ich euch das mal, dann ist das so ein richtig schöner, klebriger Teig. Und unter diesen Teig hebe ich jetzt die Zucchini drunter, ganz zum Schluss. Und vermische das miteinander. Und quasi ganz locker drunter heben. Wer mag, kann zum Schluss noch ein paar Schokotrops drunter rühren, dann wird es noch schokoladiger. Und dann bringen wir das Ganze in die Form. Und ab in den Backofen. Ja, das waren meine super schnellen Schoko-Brownies. Wie immer super einfach. Sie sind auch perfekt geworden. Es riecht auch richtig lecker. Also macht's gerne mal nach. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, wie ihr die Brownies fandet. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nicht meine nächsten Videos. Die Brownies schmecken auch übrigens richtig lecker, wenn man noch ein bisschen Schokolade drüber macht oder Erdnussbutter. Ja. Ich probiere sie jetzt mal und ihr macht sie nach, dann könnt ihr sie auch probieren. Ciao. Richtig saftig. Sehr gut.